Hallo, mein Name ist Ole von Du hast die Macht und heute geht es mal wieder um das Thema Europa. Finanzkrise, Rettungsschirm, arme Länder, reiche Länder. Kommt das euch irgendwie bekannt vor? Sollen Krisenländer überhaupt noch von der EU unterstützt werden? Und was ist eigentlich mit der hohen Arbeitslosigkeit? Was kann die EU dagegen machen? Wir fragen die Leute, was sagt die Straße? EU-Länder, die in der Krise stecken, sollten die von reichen Ländern unterstützt werden? Ja. Warum? Weil das für mich zumindest der Ausdruck des europäischen Gedanken ist, dass man, wenn man in einer Gemeinschaft ist, sich auch gegenseitig hilft. Nur bis zu einem gewissen Grad. Also ich bin jetzt auch nicht so der super Europa-Fan, sage ich mal. Weil ich finde, wir haben da Länder aufgenommen, die einfach, also mit denen man nicht wirklich, finde ich, ein Bündnis eingehen kann, weil die einfach noch verschiedene Standards haben, die wir, wo wir denen vielleicht schon voraus sind. Ja, warum nicht? Die sind ja alle in der EU. Das heißt, die EU-Staaten müssen sich gegenseitig alle helfen. Ich verstehe kaum Deutsch, aber ich weiß trotzdem, dass EU macht Scheiße mit allen armen Ländern, okay? Wir wissen genau, ihr macht Ausbeutung. Ich komme aus Spanien und ich, also meine Meinung ist, dass die armen Länder sollen wir helfen im Moment. Sollten denn solche Länder, die in der Krise sind oder kurz vor dem Bankrott, sollten die denn aus der EU aussteigen? Das müssen sie selber entscheiden. I think somehow it might be also good for the some countries also who has like low, not so much like not so good economic situation. Ich weiß nicht, wenn alle Leute die Pleite oder alle Länder die Pleite gehen austreten, dann gibt es in der EU irgendwann nur noch drei Länder oder so. Ich wäre dafür, dass Bayern austritt aus Deutschland. Ich glaube, dass man der EU bestimmt auch kritisch gegenüberstehen muss, aber ich finde jetzt nicht, dass man da einfach zum finanziellen Vorteil halt Leute rauskicken oder aufnehmen soll. Was für einen Vorteil hat denn die EU davon, wenn solche Länder dann in der EU bleiben? Das kann ich leider nicht genau sagen. Also es gibt natürlich... Was denkst du denn? Naja, man kann den Euro stützen. Naja, wir würden erstmal ganz viel Geld verlieren. Aber auf der anderen Seite, wenn wir denen helfen würden, wieder die Wirtschaft und alles aufzubauen, es entsteht ja dadurch dann wieder ein Vorteil. Ja, Vorteile, dass man halt einfach miteinander verknüpft ist und die Grenzen offen bleiben, man sich dann vielleicht helfen kann, wenn es finanziell schwierig wird. Länder, die in der Krise sind, haben ja meistens auch das Problem, dass die Arbeitslosigkeit ziemlich groß ist. Und gerade auch speziell bei vielen jungen Leuten. Was meinst du, was kann die EU denn dagegen tun? Wie kann die denn helfen? Das ist eine gute Frage. Keine Idee? Ja, Arbeitsplätze schaffen, aber das ist immer leichter gesagt als getan. Gegen Massenarbeitslosigkeit? Ja. Also zuallererst, ihr müsst diese Hartz-IV-Amt wegmachen, okay? Weil diese Hartz-IV-Amt machen Massenarbeitslosigkeit. Sie machen, weißt du, was sie machen? Sie machen Verträge mit dieser Kurzarbeit, wo du kriegst Billiglohn und so. Ich weiß alles, ich habe durchschaut dieses System. An sich in den Ländern selber glaube ich, dass die EU da nicht so viel tun kann, außer natürlich die Regierung unterstützen und demnach auch das Volk. Es gibt ja ein Programm, das heißt Jugendgarantie. Und da fördert die EU mit 6 Milliarden Euro junge Leute und gibt denen die Chance, Arbeitsplätze zu finden oder Lehrstellen oder Praktika. Findest du, das ist gut? Ja, aber wir haben nicht diese, also ich habe gar nicht über dieses Programm gehört. Das ist ein großes Problem in Spanien zum Beispiel, dass die jungen Leute bekommen nicht diese Info. Ist das okay, findest du, oder sollte man da noch mehr machen? Ja, das finde ich okay und ich kenne mich jetzt nicht so gut damit aus, aber das ist bestimmt auch ausbaufähig, aber so der Ansatz hört sich ganz gut an. Gehst du denn dieses Jahr zur Europawahl? Eventuell ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, ich muss mich damit noch mal ein bisschen weiter mehr mit befassen. Nein, ich war nie, nee. Nee, warum nicht? Ich bin gegen Politik. Ich denke schon. Ich weiß zwar nicht wann und wo. Im Mai ist die. Okay, ich bin dabei. Das hätte ich nicht gedacht. Die meisten Leute sind doch echt dafür, dass sich die EU-Länder alle untereinander helfen. Was ich auch nicht gedacht hätte, dass so wenig Leute das wissen, dass es überhaupt Programme gibt für die Arbeitslosigkeit. Ja, was sagt ihr denn dazu? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns dann wieder. Euer Ole, haut da rein. Ciao. Hallo, mein Name ist Ole von Du hast die Macht und immer wieder heiß diskutiert das Thema, dass viele Leute aus anderen EU-Ländern zu uns kommen, um zu arbeiten.